Heute bei Clickdown ein echtes Monster. Es frisst Unmengen von Luft, trinkt Benzin und macht daraus Geschwindigkeit. Und wenn es besonders böse ist, frisst es auch Fliegen und andere Insekten en masse. Die Rede ist vom neuen BMW M5. Der hat 560 PS. Und wie die fahren, das probieren wir jetzt mal aus. Den M5 gibt es ja schon seit über 25 Jahren. Dieses aktuelle Modell, seit 2012 erhältlich, ist jetzt mit Abstand der größte, der schwerste und der teuerste, aber auch der stärkste M5 aller Zeiten. Der neue V8 Biturbo ist enorm charakterbildend für den neuen M5. Einerseits, weil er so viel Kraft hat, dass man nicht so viel Drehzahl braucht wie beim Vorgänger. Andererseits ist diese Kraft auch schon so früh verfügbar, dass die Traktionskontrolle ganz oft eingreifen muss, weil die viele Kraft das Auto schier zu zerreißen droht. Geblieben sind die mannigfaltigen Einstellmöglichkeiten, sowohl für Dämpfung als auch für Lenkung und für die Gaspedalannahme. Allerdings haben die Münchner das jetzt deutlich vereinfacht. So gibt es für jede der drei Kategorien einfach nur noch drei Einstellmöglichkeiten, die man hier an der Mittelkonsole verstellen kann. Das Beeindruckendste am neuen M5 ist, wie ruhig das Auto selbst bei höchsten Geschwindigkeiten auf der Autobahn bleibt. Und wenn ich sage höchste Geschwindigkeiten, heißt das bei diesem Fahrzeug 300 km/h. Der neue M5 ist zwar deutlich größer und 90 Kilo schwerer als der Vorgänger, aber ein richtiges Monster ist er nicht. Erstens ist er nahezu genauso schnell um die Kurven und auf der Autobahn viel müheloser und ganz kultiviert schnell zu bewegen. Und zweitens braucht er bis zu 30% weniger Sprit als der Vorgänger. Wer jetzt aber lieber eine kleine handliche Sportlimousine haben will, der muss warten bis 2014. Da kommt der neue M3 und der ist auch deutlich günstiger als die 102.000 Euro, die für den M5 mindestens anzulegen sind.